Mein Name ist Anneke Terpstra und wir betreiben hier in Hornsdorf in Mecklenburg-Vorpommern einen Milchviehbetrieb mit rund 1400 Milchkühen. Auf dem zweiten Standort haben wir noch 500 Milchkühe und die Trockensteher mit 200 Milchkühen auch im Nachbarbetrieb. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr daran gewöhnt und ich kann es auch nicht mehr missen. Also das ist ein System, was hier wirklich sich so etabliert hat und so verfestigt hat, auch in die Arbeitsroutine an sich. Und also ohne Moonmonitor Plus wäre fast gar nicht mehr denkbar. Auch, also das ist auch meine Meinung als Tierärztin einfach, weil ich so die Gesundheit der Tiere im Blick habe. Dadurch, dass Moonmonitor Plus cloudbasiert ist, hat man quasi die Daten immer und überall. Und auch dadurch hat auch jeder die gleiche Datenlage auf seinem Handy. Wir arbeiten ja sehr intensiv mit unserem Smartphone und der App. Also das ist so ein Riesenvorteil, weil man braucht nichts synchronisieren, man braucht kein Kabel ans Computer anschließen. Und es ist natürlich so, wenn ein Herdenmanager macht morgens die Verhaltensänderung und setzt die in Beobachten und das ist automatisch natürlich bei den anderen mit drauf. So kann man natürlich sehr effizient arbeiten, dadurch, dass es natürlich durch die Cloud immer überall gleich ist. Jeden Morgen gucken wir quasi alle Verhaltensänderungen durch und die, die uns spanisch vorkommen, die setzen wir unter Beobachten. So, und dann kommen sie halt in eine neue Liste Beobachten und die Kühe gucken wir uns an. Und das sind meistens natürlich Frischabkalber, aber es sind auch Kühe, die mitten in der Laktation sind und hinten in der großen Gruppe sind, die dir so vielleicht gar nicht auffallen würden. Aber die werden dann ausgesperrt und werden untersucht und behandelt, je nachdem, was anliegt. Ja, also deshalb kann man schon sagen, dass man eigentlich jede Kuh immer im Fokus hat. Dadurch, dass der Automatismus des Systems halt gegeben ist. Sobald die Wiederkäuaktivität abfällt, beziehungsweise das Fressverhalten, Liegeverhalten zunimmt, wird eine Verhaltensänderung gesendet und die bearbeiten wir. Und da ist es auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil, wenn man natürlich adäquat reagieren kann und frühzeitig Krankheiten bekämpfen kann. Und was die Brunstmeldung angeht, da ist das System präzise und es gibt auch noch den Reiter verdächtig. Das heißt, hier sieht das System natürlich, okay, hier sind Kühe aktiv, gehen aber nicht über den Schwellenwert rüber, sie werden aber trotzdem als verdächtig angezeigt. Das heißt, man hat immer noch diese paar Kühe, die man sich doch nochmal anguckt und dann kann man natürlich auch sehen, okay, sind die in ihrem Zyklus drin, beziehungsweise sind die trächtig oder muss ich mir die angucken. Und dadurch, dass erstmal überhaupt alle Kühe besamt werden, das kann schon alleine die Fruchtbarkeit einer Herde steigern, beziehungsweise die Zwischenkalbezeit verbessern. Also das hat uns schon sehr geholfen, weil wir speziell in dieser Konstellation von drei Betrieben da eine riesen Herausforderung gegenüberstehen und da ist dieses System auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe.